Get down there! All right, everybody pays attention. No one gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah, come on! Ah, finally! Don't do anything! Let's go! Shut up! Shut the fuck up! Hands behind your back! Oh, come on, mister. We're giving you everything you want. Don't even think about it. I'll do it. Oh, God. Get in there. Sit tight. I'll handle the plastic. Don't blow yourself up. Listen up. Und damit herzlich willkommen, Freunde. Was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid. Und herzlich willkommen zur ersten Folge von GTA 5, meine Freunde. Ja, wie bereits schon angekündigt, ist es leider nur mit einer kleinen Verspätung. Beziehungsweise eine große Verspätung. Ja, ich komm, mach ja gleich. Eine kleine Verspätung. Kurz auf Pause. Ja, Freunde, mit einer Verspätung melde ich mich jetzt mit der Folge von GTA 5. Freunde, hier seht ihr die Abstimmung. Ich habe ja einen Instagram-Post gemacht. Und ja, die Mehrheit wollte GTA 5 haben. Und ich hoffe, wir werden viel Spaß damit haben. Ja, ich muss sagen, das Spiel ist leider ein bisschen älter geworden, aber ich muss dazu noch sagen, ich habe sehr viel Spaß noch dran. Ja, Freunde, durchgespielt habe ich das einmal, aber mehr will ich nicht dazu sagen. Ich habe aber vieles leider vergessen. Und ja, Freunde, falls ich irgendwas noch vergessen habe, werde ich das vielleicht im Laufe des Spiels nochmal sagen. Und wenn es euch gefällt, würde ich mich sehr, sehr gerne darüber freuen, wenn ihr einen Daumen da lässt, damit ihr mich unterstützen könnt und das Ganze mal ein bisschen supporten könnt. Und auf ein Abo würde ich mich ebenfalls freuen. Freunde, lasst uns mal anfangen. Wir beginnen vor 9 Jahren in Budendorf. War das doch der Kanzler von der dritten Reichszeit, oder nicht? We're meant to lock him down. So, aufstehen. In the back! So, come on! Keiner. Hurry! Kill us in here. Leave us alone. We didn't do Hallo. Shit to you. Ja, Freunde, ich hab mich ein bisschen... Phone it in. I'm calling it. Hold up, hold up. All right, we gonna do this, huh? Show me the money. Slow and steady, T. Slow and steady. Das ist ja jede Menge Money! Wie geil ist das denn? Achso, da hinten noch. Ich hab die Radar wieder nicht gesehen. Den Radar. Oh, das sieht ja lecker aus. Okay, das ging jetzt schnell. Give it up! I got him! I saw your face, I'll remember you! You get 1,000 things every day. How about you make sure this is one of them? Kenn ich ja noch. Be cool. Bam. I'll try to. Fuck! You didn't have to do that. Let's get going. There'll be time for grieving later. Weiter geht's. You got that right. Come on. I'm setting the charges. They're on a timer, so brace yourselves. Oh, fuck, you hear that? Siren. Fuck the cops. T, hit the shutter switch. What's this? Local resistance? It ain't supposed to go down like this. It never is. Come on, go! Who's next? Wrong profession! Oh, die Steuerung ist ja total langsam.
gerade etwa genau so. Come on, guys! Blame the pricks who called you out here! Move! 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 What the fuck is this? Whoa! Get out of the way! Let's get out of here! We bring it to him! Move! We're coming through! Get out of the way or suffer the consequence! Can't be many more cops in this town! Bring up! This is fucked, man! Thing is blown! I got my share! It's still wide open! Car's up here! Let's go! Move! Come on! The kid might have bailed! This wasn't in the job description! Let's go! Get to the car! Need better Let's move. Come on. Let's move it. Okay, Freunde, wir haben es geschafft. Wir gehen jetzt Get in unser Fluchtfahrzeug. Hey, what took you so long? Shut the fuck up and drive. Woo! Did you see that shit? Fucking put that bitch's face against the glass. Did you see that? Yeah, you're a real stout. fuck, how'd that happen? Go, 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 go! Fuck! Jeez, I think they're gonna... Oh, fuck! Local yokels bought it! Guy's a dick! Ja, Freunde, auf jeden Fall. Das Spiel ist auf jeden Fall jetzt mittlerweile. Aber das Spiel ist immer noch ein mega Hit geworden. Damals. Cops! Coming our way! Be cool! She ain't made this car yet! Man, I'll believe in this bird when I get eyes on it! Auf jeden Fall, ich hab Bock. Ich hoffe, ihr habt auch Bock auf das Spiel. Roadblock! Go right! Beat the train, man! Ich bin erstmal gespannt auf die Reaktion oder auf die Sehnschaft, die ich mache, wenn das Spiel durch ist. You guys all right? Come on! Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on! Where the fuck's the chopper? Fuck. I'm gonna check around back. Oh no! Oh, the fucking bed! Someone must have fucking talked! Alright, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here! Oh. I'm hit! Oh, Jesus! Key, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna be fucking gonna bleed out! Go! No! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! You fucking cocksuckers! It's over! Come on! Come on! I'm standing here! Finish me! Kill me, you pricks! You come near me, you fucking dad! Stay back! Ja, Freunde, wo bin ich eigentlich stehen geblieben? Ja. Not always a good citizen.
He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael is like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. Ja, Freunde, das war, glaube ich, der Kollege von Hitler Blondie, Michael Tony stand drauf. Und da ist auch schon das Logo, Grand Theft Auto 5. Ja, Freunde, hauen wir nochmal kurz einen Beat rein. Und ja. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Da haben wir nochmal den Beat. Da müssen wir wohl in Los Santos sein. Das ist halt auch als LA. Oh, die heißen Chayas am Strand. So lässt es sich sehen in Amerika. Das ist ja diese bekannte Straße, da wenn es geht, soll man. Gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another. Oh, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slanging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. Bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Michael? Ne, Michael war der andere, ne? Damn. Oh, Mietzegäste, hallo. Got the baby dick.
Yeah. And all this shit paid for with bad credit. Oh, ich hab leider vergessen, wie der heißt. Aber jetzt können wir diese Autos wieder sehen. Ich hab fast alles vergessen nach den all den Jahren. Eines Autos. Rot und der Weiß. Eigentlich Rot wollte ich gern, aber Weiß steht. You always was old choosy, motherfucker. Only child. Oh, you ballin' hard with the drop top, huh? I might just be. Whatever, nigga. It ain't gonna make you go no faster. Hit me on the speakerphone. I'm moving. Oh, it's like that, nigga? Alter, boah. Ich muss doch wieder in die Steuerung voll reinkommen. Okay. Hast du das gerade gesehen? Hey, remember we gotta be careful. Ich hab zwar Kopfhörer an meinem Mund. Simeon ain't about to drop my pay again. Krass. So him and Tanya can smoke crack in peace. Bekomme Thomas meinen Controller, Alter. Hab ich noch nie gesehen. Wie geil ist das denn? Hey, open up, homie, give me some room. Yeah, whatever you say. Hey, I come at you from the shoulders, homie. Oh, we found this shit here, huh? Boah, ich schlange mir so aus dem Vater hier. Was, ja, wusste ich ja gar nicht. Ich hoffe, ich habe keine Probleme mit der Mann. Das ist ja gut. Oh no! You find a big boy hitting you guys off with that loveliness into your ear holes right now, man. You gotta go safe. That's a good. Yeah, that's cool. Hey, man. Shit, I heard you talk, homie. You big everywhere except where it counts. Where are you, man? Where are you, man? She definitely ain't dumb enough to fuck with your ass. No, no! Oh. It's about a big boy. We got all the hot hip hop coming at you. Where we drive, man? Okay, man. Alright. Stupid. Please, homie. Amen. Stupid man! You dumb motherfucker, that's the Union Depository. Oh no, don't say this, man. We are here! What you gonna smoke the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh shit, the one time! Man, the cops, man, the cops! We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I see you at the dealership! Explain that shit, my ass! Don't make no fucking sense. Hey, Freunde, ich hab meine Kopfhörer an den Fernseher eingeschlossen. Und ich bekomme eiskalt ein Ton aus dem Controller raus. Ich hab das noch nie gekannt, Alter. Ja, das war's dann noch. Boah, ich damit immer los, ey, jetzt begegne ich noch, hier auf der Wolle habe ich keinen Bock drauf. Ich hab mir gerade vor, boah, hier, wir machen ja 3, ey. Du wirst, wenn man nicht gecheckt hat, kannst gerne auschecken. In meiner Playlist. Oh,
you really about change? I'm going out there, no matter the album. They told me I had it, and now I'm relapsing. And how could you ask me? I'm not Malcolm, and how could you doubt me? You heard my first album, and who had the nerve to think I was like when I left the game graciously for you to run away like that in my booth? Oh. To me. Ich hab leider vergessen, wie die aussehen, aber gucken. Oh, gucken, gucken, gucken. Heidi, geh weg. Geh weg! Okay, das Fahren muss nochmal gelernt werden. Aber, Freunde, ich komme immer noch nicht drauf klar, dass der Ton aus dem Controller kommt. Wie geil ist das denn? Komm schon wieder raus. Hey, raus, raus. Ich will hier raus. Und ab geht die Post. Ich hoffe. Ey, Alter, das muss doch nicht sein, Mann. Ey, für sowas musste ich erschießen normalerweise. War jetzt nur Satire, ne? Ein kleiner Spaß muss sein mit dem Spiel. Freunde, kann man nicht sagen, dass die ganze Zeit wieder auf dem Weg fahren. Ja, guck mal, soll ich euch mal was sagen? Seht ihr das hier, das da oben? Genau, diese Ampel hier. Das ist die unnötigste Sache, die es jemals gab. Wer bitte bleibt hier stehen, außer mir jetzt gerade, wo ich euch das zeige? Das ist das Unnötigste, was es gibt. Ganz ehrlich, wärst du jemals bitte stehen geblieben während eines GTA-Spiels vor der Ampel? Also. Ist einfach nur. Gekloppt. Ah, das ist ja diese eine Werkstatt da. Richtig geile Werkstatt hier. Oder Autohaus plus mit Werkstatt. Ich kann mir hier neue Missionen abholen. Komm mal, ne? You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, boo? Who you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real or mean, he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Samuel. I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. Sure, okay. How about we fall through, homie? Ja, Freunde. Da haben wir auch die zwei Autos hierher gebracht. Anscheinend haben wir die jetzt, glaube ich, geklaut. Ich bin gerade hier in der Steuerung von Mafia 3 drin. Immer noch. So. Ich meine, das ist hier auf jeden Fall ein geiles Auto. Auf jeden Fall ein geiles Auto. This jump change. I'm gonna knock a bad grown sexy bitch. If I ain't got fat peas, I who you trying to impress? Your auntie Denise with all that ass, nigga. She got ass. She grown. Yeah. She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Ja, Freunde, wir fahren mal kurz wieder back at home. Und schauen mal, was da noch so abgeht. Auf jeden Fall, Freunde, ich freue mich auf jeden Fall über das Spiel. Der Anfang hat schon mal ein wenig Spaß gemacht. Ich hoffe, es wird auch die nächsten Folgen sehr viel Spaß machen. Wie gesagt, ich würde mich sehr, sehr gerne freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lässt. Und für diejenigen, die vielleicht auch länger zuschauen, macht keine Ahnung, da
Ich mich ebenfalls freuen, wenn ihr aufpasst alles. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other and it ain't right. Shoo! Get on out of here. Okay, baby. I see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Ja, Freunde, da sind wir auch zu Hause angekommen. Wir haben bestanden. Vorhin Klingen und Lammer. Das war die Einführung, Freunde. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also da wird weitergemacht auf jeden Fall. Diesmal mal etwas anderes als FIFA immer. Freunde, vielleicht fragt ihr euch, warum jetzt ein anderes Spiel als FIFA kommt. Wie ihr wisst, der Kanal heißt ja Khalid Gaming. Und da will ich verschiedene Spiele spielen, halt so nicht nur FIFA. Falls die Nachfrage in FIFA vielleicht bald höher wird, überlege ich mir eventuell einen eigenen Kanal nochmal draus zu machen. Aber momentan besteht die Nachfrage nicht so groß. Und ja, kommen wir nochmal zurück zu GTA. Auf jeden Fall, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wir machen da auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Ihr seht wieder, mein Deutsch ist wieder da. Ja. Wir sind jetzt bei Franklin angekommen, Michael und so haben wir schon gesehen. Der andere war ja Trevor, genau. Ich hab alles fast vergessen nach den all den Jahren. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall hocharbeiten. Das ist eigentlich hier quasi so eine Bruchbude. Wo ich auch in einer Bruchbude gerade wohne, kein Spaß. Ja, wir werden uns auf jeden Fall hocharbeiten. Guckt euch mal diese Cola an. Cola America. Ja, ist auf jeden Fall ein Junkie-Zimmer. Und ja, Webpowder was. Ja, Mischpult. Ey, bist du auch hier, wie du es aufsteigen willst? Und ja, eins wollte ich noch euch zeigen, dann kommen wir auch zum Ende. I'ma have a gentleman call in later. Nein, ich gehe nicht. Guck mal, das sind Illuminatis. Was ist das? Hier. Eine Pyramide. Und aus Ägypten. Diamant, Herze, was das Ganze zu bedeuten hat, wissen wir leider nicht. Aber wir tun ihr den Gefallen und gehen mal hier raus. Und sind auch schon in der Küche. Das brauchen wir gerade gar nicht, ne? Weil unsere Energie ja schon cool ist. Ja, Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von GTA 5. Und lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Und lasst ein Abo da. Würde mich mega super freuen. Dann würde ich sagen, macht's gut. Euer Khalid ist draußen und ciao. Haut rein.